So, herzlich willkommen. Heute mal keine richtige Meditation, heute mal eine Kraftaffirmation. Muss dich nicht hinlegen, muss dich nicht in Meditationssitz setzen, kannst du überall hören, auch beim Zähneputzen. Es geht darum, dass du dir jetzt mal nur für heute wieder klar machen darfst, du bist der Schöpfer deiner Welt. Du kannst immer wieder einen Unterschied machen. Du kannst immer wieder initiieren, dass du einfach in eine positive Stimmung kommst. Und wenn du in eine positive Stimmung kommst, na, was wird dann passieren? Du ziehst wieder positivere Dinge an, was dich wiederum zu positiven Gedanken bringt, was dich wiederum in eine positivere Stimmung bringt, was wiederum schönere Dinge anzieht. Also mach dir wieder klar, du hast die Kraft. Du kannst entscheiden heute, dass es ein total schöner Tag wird. Du kannst entscheiden heute, dass für dich die Sonne scheint. Die unterschätzen häufig total diese Schöpferkraft, die wir alle haben. Wir denken immer, es müsste von außen kommen, die Menschen müssten sich erst ändern. Die Umstände müssten sich erst ändern, der Regen müsste aufhören. Nein, du kannst tatsächlich den Anfang machen. Mach dir immer wieder klar, es geht nicht von außen nach innen, es geht von innen nach außen. Wenn du eine positive Intention setzt, heute, nur für heute, führt diese positive Intention wieder zu besseren Gedanken. Und bessere Gedanken führen zu besseren Emotionen. Und bessere Emotionen führen zu einem geileren Leben auf die Dauer. Fang heute damit an. Erinnere dich an Situationen, wo du dir selber Mut gemacht hast. Erinnere dich an Situationen, wo du komplett im Flow warst, wo du einfach nur genossen hast, dein Sein, dein Leben, du dir keine Gedanken gemacht hast. Du deine Kraft gespürt hast, wo du Dinge bewegen kannst, wo du einfach mitschwimmst hier im großen Ozean des Lebens. Und setz dir jetzt eine Intention, eine Annahme für den heutigen Tag. Wie willst du dich fühlen? Was willst du ausstrahlen heute in die Welt? Und wenn jetzt Gedanken kommen, ah, ist alles Mist und mein Chef ist blöd und mein Ex-Freund ist blöd. Und okay, akzeptier das. Ist auch das ein Teil von dir ist, aber lass es jetzt heute mal einmal los und denk, ja, whatever, ich werde trotzdem einen geilen Tag haben. Glaub an dich. Wieder klar, was du schon alles Großes geleistet hast im Leben, mach dir wieder klar, ja, wie liebenswert du dich eigentlich findest. Mach dir wieder klar, dass, ja, dass du kein Opfer bist, du bist ein wunderbares Wesen, was wirklich alles Mögliche erreichen kann im Leben, wenn es will und ein bisschen Zeit mitbringt. Aber nimm dir für heute einfach mal vor, ich werde strahlen heute. Was auch immer mir über den Weg läuft, ich werde nur Positives drüber denken. Wer auch immer mir heute über den Weg läuft, ich werde ihn anstrahlen. Ich werde Liebe aussenden. Ich warte nicht darauf, ob die anderen mich gut behandeln oder mir das geben, was ich mir wünsche. Ich gebe mir heute, was ich mir wünsche. Und bin total optimistisch, dass alles das, was ich aussende, zu mir zurückkommen wird.
Heißt das, dass ich irgendeinen Bullshit heute ertragen muss? Nein, überhaupt nicht. Ich lächle drüber und gehe weg. Ich gehe woanders hin. Ich bewege mich ein paar Meter weg vom Bullshit und gucke, ob da der Sonne scheint. Woran spürst du, dass du vielleicht schon viel weiter bist, als du denkst? Was nimmst du vielleicht einfach so hin, für das du total dankbar sein könntest? Was siehst du nicht an dir, was großartig ist? Guck heute mal hin. Genieß dich. Sagt ihr, heute bin ich der Star in meiner Welt. Heute bin ich der König oder die Königin in meiner Welt. Ich feiere mich heute. Ich sehe meine Größe heute. Ich liebe mich heute. Dieses Strömen, was ich vielleicht schon in Meditationen gefunden habe. Ich lasse es heute durch den ganzen Tag strömen. Meine innere Strömung von Liebe. Ich weiß, dass alles, was ich mir wünsche, alles, was ich mir ersehne, dass es eigentlich schon da ist und nur darauf wartet, in mein Leben zu kommen. Ich muss nur erst in den richtigen Vibe kommen, in die richtige Vibration kommen, in die richtige Stimmung kommen, dass es reinkommen darf in mein Leben. Und das tue ich heute. Ich weiß, dass das alles besser wird. Ich vertraue auf mich. Ich vertraue aufs Leben. Ich weiß, dass all das, was in mein Leben kommen möchte, nur darauf wartet, dass ich endlich in diesen Zustand komme, dass ich es auch annehmen kann. Zum Zustand von Selbstliebe, von Flow. Erlaubt dir das heute. Und wenn Zweifel oder Gedanken kommen, ja, lass sie einfach zu und dann Zweifel halt ein paar Minuten und dann geh wieder zurück. In deinen Flow. Heb du deine Schwingung heute, deine Energie heute und schau mal, was passiert. Unbedingte Liebe bedeutet, du knüpfst deine Selbstliebe, deinen Flow heute an keine Bedingungen. Keine Bedingungen, dass irgendwas im Außen passieren muss, dass irgendwas im Außen dich bestätigen muss. Du machst es einfach. So gut du es kannst. Und es ist mehr ein Lassen als ein unbedingt irgendwas wollen. Lass es einfach zu, es ist sowieso in dir. Lass dein inneres, glückliches Sonnenkind heute mal raus. Gib mal richtig Vollgas. Und freu dich auf das, was alles kommt noch, was alles noch passieren wird in deinem Leben. Freu dich darauf. Deine Gedanken, und das wirst du immer mehr merken in diesem Prozess, bestimmen letztlich dein Sein. Und es ist manchmal ein bisschen erschreckend, das zu sehen. Und dann ist es total tröstlich, weil du kannst noch so viel machen und erschaffen. Okay, und ich wünsche dir jetzt einen richtig geilen, coolen Tag. Nur
du mit dir. Und was auch immer heute passiert oder wie du das angehst, sag dir, ich genieße mich heute. Ich werde mich heute total genießen.